Herzlich willkommen in der Mehlschmiede. Ich bin euer Mehlschmied Flo und heute zeige ich euch eines der absoluten Basics zum Brot- und Brötchenbacken. Nämlich, wie ihr euren Sauerteigansatz selber herstellen könnt. Ich erkläre euch in diesem Video drei gute Gründe dafür, warum ihr euren Sauerteig selber herstellen solltet und damit natürlich auch backen solltet, auf was ihr achten müsst beim Ansetzen von Sauerteig und natürlich eine ganz einfache Anleitung, wie ihr euren Sauerteigansatz dann selber herstellt. Viel Spaß! Zuerst stellt ihr euch natürlich die Frage, warum sollte ich eigentlich mit Sauerteig backen? Es geht doch auch ohne. Das ist richtig, es geht natürlich ohne. Aber ich habe euch hier drei gute Gründe, die dafür sprechen, mit Sauerteig zu backen. Als allererstes natürlich der Geschmack. Ein Brot mit Sauerteig ist absolut unverwechselbar und hat einen ganz charakteristischen Geschmack. Wenn ihr das erste Mal mit Sauerteig backt und das Brot probiert, werdet ihr es merken. Der zweite Grund ist die Frischhaltung, denn durch die lange Herstellungszeit bekommt das Mehl beim Sauerteig genug Zeit, um das ganze Wasser auch aufzunehmen. Und das hilft nachher, nach dem Backen auch, damit das Brot die Feuchtigkeit, also das Wasser, auch langsamer wieder abgibt und dadurch bleibt das Brot einfach länger frisch. Der dritte Grund ist die Verträglichkeit. Denn durch den Zusatz von Sauerteig im Brot kann meistens auf den Zusatz von Hefe verzichtet werden. Warum sage ich meistens? Es gibt auch Sauerteigführungsarten, bei denen ich nachher Hefe trotzdem zusetzen muss. Zum Beispiel die Detmolder Einstufenführung. Diese zielt ausschließlich auf Geschmack und Frischhaltung ab und nachher im fertigen Brot brauche ich aber dann zusätzlich trotzdem noch Hefe. Ich zeige euch auf meinem Kanal aber natürlich nur Sauerteigführungsarten, bei denen ihr auch auf den Zusatz von Hefe verzichten könnt. Denn manche vertragen Hefe einfach nicht. Außerdem wird durch den Sauerteig die relativ unbekömmliche Phytinsäure abgebaut. Die Phytinsäure bindet Mineralstoffe und dafür sind sie dann für den Körper nicht zugänglich oder nicht verwertbar. Der Sauerteig baut diese Phytinsäure ab und die Mineralstoffe werden für den Körper verfügbar gemacht. Eine Sache möchte ich euch aber noch erklären. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Sauerteig im Roggenbrot benötigt wird, damit das Roggenbrot überhaupt backfähig wird. Das hat bis vor vielleicht 20 oder 30 oder 40 Jahren noch gestimmt, denn der Sauerteig hat die Enzymaktivität im Roggenmehl oder im Roggen überhaupt gehemmt und der Kleber wurde dadurch weniger abgebaut. Dadurch, dass die Roggenmehle heutzutage aber relativ enzymschwach sind, ist dieser Grund einfach hinfällig. Das heißt, es wird heute kein Sauerteig mehr benötigt, damit ein Roggenbrot backfähig wird. Jetzt aber genug der Theorie. Ran an den Sauerteig! Zum Anfang gleich mal die gute Nachricht. Denn zum Sauerteigansetzen benötigt ihr im Prinzip fast gar nichts. Nur Wasser, Mehl und Zeit. Viel Zeit. Denn die eigentlichen kleinen Helfer sind bereits überall enthalten, in der Luft, im Mehl, auf den Oberflächen, und zwar eure Mikroorganismen. Und zwei davon brauchen wir besonders und die wollen wir auch vermehren, und zwar nur die. Das sind zum einen die wilden Hefen, die nachher für den Trieb sorgen im Brot, und zum zweiten die sogenannten Milchsäurebakterien, die eurem Brot nachher den Geschmack geben. Ich verwende für meine Sauerteige oder zum Ansetzen der Sauerteige immer Vollkornmehle. Denn in den äußeren Schichten, in den Randschichten des Korns sitzen besonders viele Mikroorganismen und die wollen wir ja vermehren. Um den Sauerteig anzusetzen, benötigt ihr nur 50 Gramm Vollkornmehl. Ich benutze bei diesem Sauerteig Roggenvollkornmehl, am besten in Bio-Qualität. Ihr könnt aber auch Weizenvollkorn, Dinkelvollkorn und so weiter nehmen, geht mit allen Getreidearten. Dann 60 Gramm Wasser und zwar ca. 35 Grad warm und das war's schon. Zum Ansetzen des Sauerteigs übrigens nehme ich immer Vollkornmehl, habe ich ja vorhin schon gesagt.
Aber zum nachher Füttern und Weiterführen könnt ihr dann ganz normale Typenmehle benutzen. Ihr gebt jetzt beides in ein Gefäß. Ich benutze am liebsten Schraubgläser, denn während der Sauerteig steht, solltet ihr ihn auf jeden Fall abdecken. Danach wandert er für 24 Stunden an einen warmen Ort. Ich habe einen kleinen Trick rausgefunden dafür, denn mein Backofen hat ziemlich genau 30 Grad, er sollte über 27 Grad haben, dieser Ort. Wenn ich das Ofenlicht einfach eingeschaltet lasse und einen Topfschwamm in den Spalt stecke, sodass noch ein ganz kleiner Spalt offen ist, dann erreiche ich ziemlich genau diese Temperatur. Wenn ihr kein Ofenlicht oder ein LED-Ofenlicht habt, das keine Wärme abgibt, dann könnt ihr auch eine Styroporbox oder eine Thermobox nehmen und dort eine warme PET-Flasche, also eine Flasche mit warmem Wasser, einfach daneben legen und macht euch so euer kleines eigenes Mikroklima. Das funktioniert genauso. Den Sauerteig lasst ihr jetzt für 24 Stunden stehen. Die Temperatur sollte sich übrigens über die gesamte Zeit der Zubereitung von diesem Sauerteigansatz nicht verändern. Nach 24 Stunden sieht das Ganze dann übrigens so aus. Und hier könnt ihr jetzt schon erkennen, dass einzelne kleine Bläschen zu sehen sind, aber die Aktivität eben noch nicht ausreicht für einen fertigen Sauerteig. Deswegen kommt jetzt das erste Füttern. Beim Füttern gebt ihr jetzt auf diesen Sauerteig die gleiche Menge Mehl und die gleiche Menge Wasser, wie ihr davor schon gemacht hattet. Also 50 Gramm Vollkornmehl und 60 Gramm Wasser. Am besten tut ihr das Wasser zuerst in den Sauerteig, rührt dann den Sauerteig etwas auf, gebt dann das Mehl dazu und verrührt wieder alles. Und dann wieder 24 Stunden ab in den Ofen. Und so sieht das Ganze dann nach 48 Stunden aus. Hier könnt ihr jetzt erkennen, dass schon mehr Bläschen zu sehen sind und mehr Aktivität da ist und dass der Sauerteig auch in der Höhe einfach gestiegen ist. Im Übrigen riecht man es jetzt inzwischen auch schon, denn das riecht schon wirklich sauer. Da ihr jetzt ja schon insgesamt 100 Gramm Mehl verarbeitet habt, müsst ihr jetzt auch mit 100 Gramm Mehl zufüttern. Im dritten und letzten Schritt gebt ihr also 100 Gramm Vollkornmehl dazu und die gleiche Menge Wasser. Das Ganze wieder wie im Schritt davor einfach umrühren und wieder 24 Stunden ab in den Ofen. Nach insgesamt 72 Stunden, also jetzt nach weiteren 24 Stunden, sieht der Sauerteig dann bei mir so aus. Und hier seht ihr jetzt, dass auch wirklich was passiert ist, denn hier sind wirklich viele Luftblasen auch schon drin und das Volumen hat sich etwa verdoppelt. Ich weiß das, weil ich mir die Ausgangsfüllhöhe mit einem kleinen Gummiband markiert habe. Dann kann ich immer gut ablesen, wie hoch der Sauerteig schon gestiegen ist. Und wenn ihr das Ganze jetzt aufmacht und reinriecht, dann riecht man auch wirklich, hier ist was passiert. Ich persönlich liebe diesen Geruch, aber manche sagen, es ist schon stechend fast oder beißend sauer. Und jetzt natürlich noch zur wichtigsten Frage. Was mache ich denn jetzt damit? Das, was ihr euch hier in diesem Glas gezüchtet habt, das ist euer Grundansatz. Daraus könnt ihr jetzt im Prinzip einen vollwertigen Sauerteig herstellen, den ihr dann zum Brotbacken benutzt. Und dazu hilft euch im Prinzip immer das Rezept, nachdem ihr das jeweilige Brot backt. Im Rezept, wenn dort zum Beispiel steht, ihr benötigt 25 Gramm Anstellgut, 100 Gramm Wasser und 100 Gramm Mehl zum Herstellen des Sauerteiges für dieses jeweilige Brot, dann sind das hier das Anstellgut, von dem ihr die 25 Gramm wegnehmt. Also wird dieser Grundansatz quasi zu eurem Anstellgut. Nachher nehmt ihr von dem fertigen Sauerteig, den ihr für das Brot benutzt habt, wieder 25 Gramm weg und das wird euer neues Anstellgut. Und so weiter und so weiter, und so könnt ihr den Sauerteig immer weiter züchten und er geht euch niemals kaputt. Je länger ihr ihn übrigens züchtet und weiter züchtet, desto triebfähiger, desto stabiler wird er auch. Den Rest des Sauerteigs, den ihr übrigens nicht benötigt,
könnt ihr einfach im Kühlschrank aufbewahren. Solange ihr ihn alle 2 Wochen etwa einmal füttert und er was zu essen bekommt, geht es dem Sauerteig auch gut. Für eine Fütterung nehmt ihr 25 Gramm ab und gebt 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser wieder dazu, damit die 25 Gramm eben genügend zum Essen haben. Was ihr mit dem Rest, der dabei übrig bleibt, dann machen könnt, dazu mache ich euch mal ein extra Video, da gibt es nämlich auch echt feine Sachen. Und bald kommen natürlich auch tolle Rezepte auf meinem Kanal für Brote mit Sauerteig ohne Hefe. Und wenn ihr euren Sauerteig ganz, ganz gern habt, dann gebt ihm auch einen Namen. Und wie eure Sauerteige heißen, das würde mich jetzt interessieren, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Mein Roggensauerteig heißt übrigens Herbert und mein Weizensauerteig heißt Lucille. Das nur so am Rande. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert den Kanal und drückt am besten noch auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das Rezept zu diesem Sauerteig oder wie ihr den Sauerteigansatz herstellt, das findet ihr wie immer unten in der Infobox oder auf meiner Homepage als PDF-Download unter www.mehlschmiede.de. Das war's erstmal für diese Woche. Bis nächste Woche, euer Mehlschmied Flo.